Des Büchermachens ist kein Ende. Gierige Machteliten, verborgene Verschwörungen, geheime Pläne. Dies sind nicht nur spannende Krimi-Romane, sondern hier wird aktuelles Weltgeschehen aufgedeckt von Informanten oberster Klasse. Mutigste Menschen decken Missstände unerschrocken auf, ohne Rücksicht auf eigene Verluste und ohne Furcht. Es sind die Helden dieser Zeit. Doch woher soll das Volk nur die Zeit nehmen, all diese Bücher zu lesen? Woher sollen all die betroffenen Menschen die Zeit nehmen, lange Vorträge anzuhören? Es sind Hunderte. Wo soll das unterdrückte Volk die Zeit finden, da sie doch alle im Hamsterrad überlange Arbeitszeiten um ihre Existenz kämpfen müssen? Und wie soll die überarbeitete Volksmasse die letzte verbleibende Erholungszeit mit negativen Nachrichten und schwer verdaulichen Themen verbringen, um dabei noch ganz den Mut zu verlieren? Doch wenn das Volk nicht informiert wird, wenn das Volk nicht Bescheid weiß und allumfänglich aufgeklärt wird, ändert sich auch in 1000 Jahren nichts. Die moderne Sklaverei wird nicht aufhören, sie wird sich verstärken. Die Abgaben werden immer noch höher und die Eliten noch dreister. Ja, sie erlauben sich schlichtweg alles, bis hin zu den brutalsten Völkermorden. Was ist hier nur die Lösung? Wie kommen all diese existenziell wichtigen Informationen ans Volk? Und wie ertrinken sie nicht in dieser Flut? Ivo Sasek, der mit seinen TV-Kanälen bereits Millionen bewegt, schafft eine Lösung. Er startet ein neues Senderformat auf KlarTV, eine Unterhaltungssendung, und sucht darin die Infogiganten. Buchautoren, Referenten, Aufklärer jeder Art werden auf die Probe gestellt. Welcher Informant schafft es, eine umfangreiche Thematik, für die das Volk viele Stunden Zeit opfern müsste, in nur einer Minute zusammenzufassen? Wer dies schafft, wird zum Infogiganten gekürt. So, starten wir also heute wieder miteinander den nächsten Infogiganten. Und ich begrüße heute in unserer Infogigantenrunde Ivo Sasek. Bitte komm hier in den Ring hinein. Freut mich sehr, dass du da bist. Ich sag's nochmals in Kürze, ich probiere es auch, was du bist. Du hast vieles schon gegründet, unter anderem die ACK, unter anderem KlarTV. Das ist unser Internet-TV-Kanal und das freut mich eigentlich am allermeisten, dass du als Gründer dich gerade dieser Herausforderung mal zuerst selber stellst, ob das geht. Es werden 12 Themen mit 115 Infoblocks und zwar mit 1839 Worten. Versuchst du das jetzt? Mann. Das in 12 Minuten. Wir sind gespannt, wir konzentrieren uns mit dir mit, wir bleiben ganz still. Und hören einfach mal zu. Bist du bereit? Ich bin bereit. Und dann würde ich sagen, die erste Infogigantenrunde geht los. Erstens, Ideologie. Aktualisiert euer Weltbild. Es gibt in uns verschüttete Fähigkeiten. Diese Menschen sind der Beweis dafür. 3, 2, 1. Er kann Städte wie Tokio oder Rom nach 30 Minuten Überflug präzise aus dem Gedächtnis abzeichnen. Er hat 12.000 Bücher in einem Mal gelesen und auswendig gelernt. Er operiert ohne Narkose und Instrumente mit bloßen Händen. Er war unverwundbar. Man konnte jedes Organ bei ihm durchstechen. Er kann nachweislich seit 70 Jahren auf Essen und Trinken verzichten. Sie kann Krankheiten mit einem Röntgenblick diagnostizieren. Er hat seit 30 Jahren nicht mehr geschlafen, ist doch fit wie ein Turnschuh. Er kann sekundenschnell zum Beispiel 4.343 mal 1.234 im Kopf rechnen. Er beherrscht 68 Sprachen perfekt in Wort und Schrift. Elektromenschen können Glühbirnen betreiben, Wasser auf 97 Grad erhitzen, Spiegeleier braten, Würste zum Platzen erhitzen. Er kann in nur 7 Tagen schwierigste Sprachen lernen, weit über die 22.000. Stelle nach dem Komma im Kopf rechnen. Er kann die Welt in perfekten mathematischen Formeln wahrnehmen. Sie können sich an alle Details Ihres Lebens zurückerinnern, bis Tageswetter, Fernsehprogramm, Essen, Trinken. Er kann das alles auch. Bravo! Die Toleranz ist ja 3 Sekunden. Die Leistung unseres Infogiganten wird von unserer pfiffigen KlarTV-Jury ausgewertet. Und zwar, wie weit das Volk diese komprimierte Nahrung verkleinert bekommt. Gelungen. Du hast noch 11 Punkte, die du jetzt auf den Punkt bringst. Wir bleiben natürlich still und konzentriert und wir ziehen richtig durch. Bereit?
Zweitens, Kultur. Und weiter geht's mit Unglaublichkeiten. 3, 2, 1. Er kann nach einmaliger Anhörung jede Musik bis zu Tschaikowski auswendig nachspielen, ohne je Klavier gelernt zu haben. Dieser Blinde beherrscht über 20 Instrumente und spielt 8000 Musikstücke auswendig. Alonso kann jedes beliebige Tier in 11 Minuten mit bloßen Händen maßgetreu nachbinden, selbst im Dunkeln. Sie ist eine 12-jährige Hochgradkomponistin, dazu eine Klavier- und Geigenvirtuosin. Sie lernte mit 8 Jahren Gedichtsbände auswendig. Er konnte ganze Flugzeuge, Druckplatten, Fernseher und so weiter verspeisen. Magnetmenschen können Schraubenzieher, Pfannen, Bügeleisen bis zu 3 Kilo pro Stück am Körper haften lassen. Diese Blinden fahren problemlos Mountainbike und betreiben Leichtathletik. Sie wird einfach nicht älter, sie ist aber schon 16. Verjüngungen lassen sich übrigens zunehmend finden. Hier alles Cheerleader-Omas im zarten Alter von 70 bis 84 Jahren. Oder diese Tänzerin Patty aus England, 80-jährig. Sie ist etwa nicht 35, sondern 70. Auch die türkische Sängerin Aida ist nicht 30, sondern satte 71. Drittens, Terror. Jetzt wird's ernst. Verschwundene Menschen, mysteriös beseitigte Hauptzeugen. 3, 2, 1. Rund um den Kinderherrn der Ring von Serienmörder Marc Dutroux 27 ermordete Augenzeugen. 11 Augenzeugen sterben, als sie 9/11 als Inside-Job beweisen wollen. Im NSU-Prozess sterben über ein Dutzend entlassene Hauptzeugen. 2015 kommen 14 Ärzte innerhalb 5 Wochen mysteriös zu Tode. Alles Impfgegner. Die Aufklärung des Kennedy-Mordes scheitert an der Ermordung von 35 Hauptzeugen. Die Statistik mysteriös entrissener Kinder durch den deutschen Staat. Von 2005 bis 2016 verschwanden durchschnittlich 48.000 Kinder pro Jahr. In 8 Jahren also knapp 390.000 Kinder. Seit 2013 eine jährliche Zunahme von bis zu 50%. Schon 2013 arbeiteten 750.000 Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe. Mehr als in der gesamten Autoindustrie zusammen. Fazit: Der staatliche Griff nach unseren Kindern ist ein Riesengeschäft. Kostenpunkt für die Deutschen. Allein 2013 37.985 Millionen Euro. Viertens, Bildung und Erziehung. Was mit den Zwillingstürmen am 11. September 2001 geschah, wäre aufgrund von Flugzeugeinschlägen eine physikalische Unmöglichkeit. Denn 3, 2, 1. Die Gebäude waren flugzeugsicher gebaut, um sogar einer Boeing 707 zu trotzen. Unmöglich kann ein asymmetrischer Einschlag einen symmetrischen Einsturz bewirken. Unmöglich konnten 2 Flugzeuge 3 Wolkenkratzer zum Einsturz bringen. Gebäude 7 aber fiel mit. In einem großen Feuerball explodiertes Flugbenzin kann unmöglich hinterher noch 110 Stockwerke nahezu pulverisieren, wie geschehen. Tonnenschwere Stahlträger können bei einem normalen Brand nicht hunderte Meter zur Seite fliegen. Etwas Flugbenzin kann unmöglich 100.000 Tonnen Beton nahezu in Luft auflösen. Kerosin könnte unmöglich riesige Stahlgitter noch in der Luft zu Staub verwandeln. Thermit allerdings schon. Im Schutt wurden überall solche nuklearen Rückstände gefunden. Die Hochwasserwannen der Gebäude konnten nur unversehrt bleiben, weil nahezu alle 110 Stockwerke im freien Fall pulverisiert wurden. Das gleichzeitige Versagen aller Stahlträger eines Wolkenkratzers wäre ohne Sprengung eine physikalische Unmöglichkeit. Unmöglich also, dass die NIST keine Sprengstoffuntersuchung einleitete und alle Stahlreste in 2 Wochen noch vor jeder Untersuchung nach China verschiffte. Bravo! Fünftens, Politik. Königin Elisabeth besitzt das meiste Land in der Welt. 3, 2, 1.
Sie ist auch Staatsoberhaupt von 31 weiteren Ländern und Territorien. Als Privatperson besitzt sie etwa 27 Millionen Quadratkilometer Land. Das sind mehr als ein Sechstel der gesamten Erdoberfläche oder 75 Mal die Fläche von Deutschland. Niemand sonst gehören ganze Länder. Ihr Landbesitz ist unabhängig von ihrer Funktion als Staatsoberhaupt. Ihr Landesvermögen beläuft sich auf etwa 16.000 Milliarden Euro. So ist sie die reichste Person der Welt und Landesgesetze schützen ihren Besitz. Das meiste Land besitzt sie in Kanada mit 10 Millionen Quadratkilometer, gefolgt von 7,7 Millionen Quadratkilometer in Australien, 460.000 Quadratkilometer in Papua-Neuguinea, 260.000 Quadratkilometer in Neuseeland und 250.000 Quadratkilometer in Großbritannien. Nur das Vermögen der Rothschilds ist größer, es wird auf 500 Billionen US-Dollar geschätzt. Noch am Rande, die City of London dürfte gleichsam die Finanzabteilung, der Vatikan der spirituelle Führer und Washington DC die Militärpower der wahren Weltmacht sein, die sich auch hinter der Krone verbirgt. Bravo! Bravo! Sechstens, Gesundheit und Medizin. Hier ein paar Lebensweisheiten für die Gesundheit. Denn der Gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen. Die Krankheitskosten Deutschlands betrugen 2017 über 1.000 Millionen Euro pro Tag. Man nennt sie übrigens Gesundheitsausgaben. Auch in der Schweiz verdient die Pharma jährlich Milliarden. Darum ein paar Tipps für billigere Gesundheit. Trink nach dem Aufstehen als erstes 4 Glas lauwarmes Wasser. Putze erst danach die Zähne. Dann 45 Minuten völlige Abstinenz vom Essen und Trinken natürlich. Dann frühstücken, egal was. Dann 2 Stunden nichts trinken, im Notfall nur lauwarmes oder heißes Wasser. Nimm Natron, es ist billig und wirksam, als Fußbad gegen geschwollene Füße, als Brei gegen Insektenstiche, zum Gurgeln gegen Halsprobleme jeder Art, als Zahnpasta für weiße Zähne, gegen Karies, Mundgeruch, Zahnbelag und Dutzende Anwendungen mehr. Erkundige dich selbst. Nimm trüben Apfelessig, mische einen halben Liter davon ins Fußbad. Regelmäßig 20 Minuten sind gut gegen Schweißfüße, trockene Haut, Warzen, Fußbild, die Hornhaut einfach abrubbeln. Die sicherste Methode, gesund zu bleiben, besteht allerdings darin, zu essen, was man nicht mag, zu trinken, was man verabscheut und zu tun, was man lieber nicht hätte. Wow. Ist auch ein Liebling. Sehr gut. Siebtens, Justiz und Gesetze. Chaosmanagement kontra kulturelle Bereicherung. Was früher in Jahren geschah, geschieht heute im Tagestakt. Hier ein Spitzchen des Eisbergs. 3, 2, 1. Ein 19-jähriger Asylbewerber geht mit einem Messer auf mehrere Polizisten los. Ein 23-jähriger Afghane sticht auf 4 Personen mit Messer ein. Eine 14-jährige wird von einem 15-jährigen Mitfühler erstochen. Ein Mann sticht auf offener Straße auf einen 43-jährigen Gifhorner ein. Ein 33-jähriger Mann wird bei einer Messerstecherei schwer verletzt. In einer Flüchtlingsunterkunft rammt ein Algerier einem 31-jährigen Marokkaner ein Messer in den Bauch, verletzt ihn lebensgefährlich. Nach einem Streit wird ein 17-jähriger lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Ein 22-jähriger Eritreer sticht in der Disco auf ein 16-jähriges Mädchen ein. Ein 27-jähriger Litauer verletzt einen anderen Mann schwer durch Messerstiche. Ein Mann wird bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Friedrichshain attackiert und mit einem Messer schwer verletzt. 2 Männer greifen grundlos 3 19-Jährige an, wobei einer der Jugendlichen durch einen Messerstich im Halsbereich schwer verletzt wird. Ein Aufruhr im Asylheim und Flughafen wegen der Abschiebung eines 23-jährigen Guineers. Er darf vorerst mal bleiben. Donaueschingen 2017, 138 von 288 Verbrechen, vorwiegend von Asylanten begangen. Ja. So ist das. Ein endloses Thema. Achtens, Natur und Umwelt. Wie rund ist die Erde? Nachfolgende Zeugen haben entweder alle gelogen oder sie widerlegen die uns seit Jahrzehnten eingetrichterte Erdkrümmungslehre. 3, 2, 1.
Insel Korsika aus 159 Kilometer Entfernung Genua gesichtet, war nicht 1,8 Kilometer unter dem Horizont verschwunden. Skyline von Philadelphia aus 64 Kilometer gesichtet, lag nicht 320 Meter unter der Erdkrümmung. Chicago und die Skyline von New York aus 97 Kilometer gesichtet, dessen Straßen lagen nicht 738 Meter unter der Sichtlinie. Beide Skylines schon aus 193 Kilometer gesichtet, ihre Straßen lagen nicht 3 Kilometer unter der Sichtlinie. Schon 1872 sah ein Captain die 121 Kilometer entfernte Insel St. Helena, ihre Ufer lagen nicht 1150 Meter unter dem Horizont. Unzählige weitere Inseln, Leuchttürme wurden gesichtet, die weit unter der Erdkrümmung hätten verschwinden müssen. Warum fiel der Weltraumbehörde ESA erst kürzlich auf, dass die Erde ja gar keine Kugel, sondern eine Kartoffel sei? Wird sie nun der NASA bei der Entsorgung der Erdkugelbilder helfen? Warum fiel der klugen ESA nie auf, wie sich die Kontinentproportionen der NASA-Bilder teils krass veränderten? Oh, ja. Sehr gut. Neuntens, Technik. Seit Menschengedenken will der Mensch fliegen. Und er schafft das. 3, 2, 1. Jetman fliegt Formationsflüge mit Düsenflugzeugen. Er fliegt mit einem Wasserstrahlflyboard. Er fliegt auf einem düsenbetriebenen Rondell. Sie schweben auf einem elektrobetriebenen Wasserboard. Jetzt wird's interessanter. Er lässt Wassertropfen schweben. Lexus präsentiert sein neuestes fliegendes Board. Er lässt Quadersteine freischweben. Sie alle schworen darauf, dass ihr Levitationsboard kein Fake sei. Und hier die Königsklasse, beschlagnahmte Levitations-, sprich Schwebetechnologie. Der sibirische Insektenforscher Viktor Grebennikow entdeckte 1988 zufällig ein Levitationsgesetz. Dieser verbarg sich unter den Flügeln von theoretisch flugunfähigen, aber dennoch fliegenden Käfern. Er erbaute dabei eine freischwebende Platte, mit der er problemlos schneller als 100 Stundenkilometer fliegen konnte, ohne Motor. Sein diesbezüglich 1988 veröffentlichtes Buch «Meine Welt» wurde vom Amerika-hörigen Boris Jelzin zuerst verboten, dann zensiert und Grebennikow, wie so viel viele andere großartige Entdecker gründlich diskreditiert. Wow. Sehr schön. Zehntens, Wissenschaft. Es gibt zahllos streng gehütete Geheimnisse der Wissenschaft in allen Bereichen. Die Medien hüten mit. Einige dieser zensierten Geheimnisse sind 3, 2, 1. Fünf Tennessee-Studenten bewiesen 2005, dass Schall schneller als Licht reist. Man kann mit reiner Akustik Wasser zum Kochen bringen. Man kann mit reinem Klang Materie zum Schweben bringen. Nahezu alle alten Kulturen verfügten schon über Levitationswissen. Fast sämtliche religiösen Symbole der Frühzeit sind präzise Wiedergaben von Klang, Resonanz und Frequenzmustern. Diese wurden schon vor Jahrtausenden zur Gewinnung von Energie- und Schwebetechniken genutzt. Pyramiden sind lichtaktivierte Resonanzkammern zur Schaffung von Energie- und Levitationstechnik. Darum waren alte Kulturen, Religionen so verquickt mit Sonnenwenden, Tag- und Nachtgleichen. Es gibt Orte ohne Schwerkraft gesetzt, wo Wasser hochfliegt und so weiter. Im Dead Valley levitieren riesige Steine von ganz alleine, kilometerweit. Schon zur Jungsteinzeit wurden Multitonnensteine mit Levitationstechniken wie Kartenhäuser aufeinander geschichtet. Pyramidensteine übrigens auch. Diese unterschiedlichsten Flugzeugminiaturen sind 1500 Jahre alt und widerlegen unsere gesamte Geschichtsschreibung. Sehr cool. Elftens, Wirtschaft. Was unter Wirtschaft zu verstehen ist, wissen nur wenige. Was dagegen Misswirtschaft ist, erfahren wir alle täglich. 3, 2, 1. Misswirtschaft büßt 76-jährige Flaschensammler wie Räuber mit 2000 Euro, während Devisensammler, die mit Neuwährungen 50% des Volksvermögens rauben,
nicht gebüßt werden. Misswirtschaft feuert deutsche Kassiererinnen, die bezahlte Marken von 1,30 für sich nehmen und besteuert Millionen Deutsche, die ohne Nebenjob noch nicht mal leben können. Misswirtschaft gibt Abgeordneten nach 4 Jahren weit höhere Pensionen als dem deutschen Rentner nach 45 Jahren harter Arbeit. Misswirtschaft hat für die deutsche Altersarmut keinen Cent übrig, erhöht aber im WM-Windschatten mitleidvoll die Parteifinanzierung. Misswirtschaft enteignet jeden Bürger, der seine Bankschulden nicht zahlt, enteignet aber keine Regierungen, die ohne Ende sich verschulden, auf Kosten des Bürgers natürlich. Misswirtschaft büßt mittellose Rentner mit 200 Euro, wenn sie Müllcontainer nach S-Bahn durchwühlen, baut aber zugleich Luxushotels und neue Häuser für Asylanten. Misswirtschaft lässt sein Volk bis zu 49% Steuern und Abgaben zahlen, während Großkonzerne wie Apple, IKEA, Amazon ihre Steuern auf unter 1% senken dürfen. Zwölftens. Medien. Und nun 60 Sekunden in eigener Sache. Alltagsverbrechen sogenannte Qualitätsmedien gegen Ivo Sasek, die ihn zur Gründung von AZK, KlarTV und mehr veranlasst. 3, 2, 1. Hunderte bodenlos verlogene Artikel gegen Sasek in über 300 Zeitungen und Internetportalen, in über 50 TV- und Radiosendungen, Wiederholungen nicht eingerechnet. Durch Medien bis zum Totalboykott attackierte Werke von mir sind 9 große Spielfilme, 3 Musicals, 8 Oratorien, 26 Bücher, darunter 2 Fachlexika, etwa 2000 Vorträge, 46 Dokufilme, viele hundert Lieder, viele verweigerte Hallen, Drehorte, teils nur Stunden vor Drehbeginn. Die systematische Medienhetze führte zum Totalauswurf meiner Werke aus allen interessierten Schulen und Kinos und Kinoketten, aus allen Filmfestivals und Vertriebsstellen, bis hin zu verweigerten Papier- und Techniklieferungen. Dies alles begleitet von Vandalismus gegen meine Autos, meine Familie, bis hin zu Mordversuchen durch Anschneiden von Ventilen und Autoreifen, Loslösen von Radmuttern und so weiter. Das sind die jüngsten Kreditverweigerungen durch sämtliche Großbanken, trotz vielfachen Sicherheiten nur noch gleichsam das Sahnehäubchen obendrauf. Unser heutiger Infogigant Ivo Sasek hat somit 12 Themen mit mehr als 115 Infos in 1839 Worten in sage und schreibe 737 Sekunden auf den Punkt gebracht. Somit befindet er sich 10-mal im Zeitlimit und hat nur 2-mal knapp überzogen. Der Referent stellt die Textdokumente der 12 Themen samt Quellenangaben unserem Publikum als Download-Datei unterhalb dieser Sendung zur Verfügung. Die Jury dankt und gratuliert dem Infogiganten zu dieser Höchstleistung. Und dann jetzt bitte ich noch die KlarTV-Produzentin Lois auf die Bühne. Du hast noch den letzten Abschluss. Wie gesagt, ist alles ein bisschen Show, aber der Inhalt ist ernst. Lois, was bringst du? Also, was mein Vater hier gerade vorgemacht hat, wer das nachmacht, in Angriff nimmt nur schon, sagt, hey, ich will den Zwölfer-Giganten, das will ich auch ausprobieren. Für den steht auch wirklich eine glanzvolle Kürung und Ehrung auf dem Programm, und zwar den Pokal des Zwölfer-Giganten. Ich will es nur sagen, ja? Wer holt ihn? Also, ihr Infogiganten, Buchautoren, Referenten, Aufklärer jeder Art, wer stellt sich dieser Herausforderung? Weil wir wissen, wir haben es jetzt gesehen, wenn das schief geht, wenn wir diese ganzen vielen Informationen zusammen komprimieren, dann kriegen die Gegner Volk nichts zu essen. Wir haben einfach keine Nahrung. Wir müssen stundenlang die Bücher lesen, tagelang Bücher lesen, nächtelang Bücher lesen, Videos schauen. Geht nicht. Also die Helden unserer Zeit, das sind die Infogiganten. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr das für uns eben nochmal richtig schön runterkomprimiert, dass wir in kurzer Zeit das alles so haben. Danke, Papa, das ist mega gut gemacht. Wer holt ihn? Ich bin gespannt. Okay, und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal, wie es wieder heißt, der Infogigant. Infogiganten, Buchautoren, Referenten, Aufklärer jeder Art,
Wo seid ihr? Wer kommt mit ins Rennen und stellt sich dieser großen Aufgabe? Infogiganten. Wenn das Volk nicht informiert wird, wenn das Volk nicht Bescheid weiß und allumfänglich aufgeklärt wird, ändert sich auch in 100.000 Jahren nichts. Wenn das Volk diese wichtigen Informationen nicht verkleinert bekommt, ertrinkt es in der Informationsflut. Infogiganten, das Volk leidet. Seid bereit, euer Wissen, eure existenziell wichtigen Informationen für das Volk zu komprimieren. Seid bereit, diesen Preis zu bezahlen. Diese Zeit braucht solche Helden. Infogiganten, was für eine unglaubliche Kunst, in nur einer Minute diese Infos vorzutragen. Doch im Erarbeiten dieser Infos liegt die wahre Leistung der Infogiganten. Das ist Knochenarbeit, die Kernaussagen auf den Punkt zu bringen. Und darum drücken sich leider die meisten davor. Infogiganten, fasse dein Buch, dein Wissen in maximal 12 Themenblöcken zusammen und bringe sie in einer unserer Shows in je einer Minute an Mann und Frau. Infogiganten, wer solche Informanten kennt, der mache sie auf dieses neue Sendeformat aufmerksam. Interessente melden sich bitte über kontakt@klagemauer.tv mit dem Betreff Infogigant. Wir werden euch in einem unserer 165 Studios willkommen heißen. KlarTV, seine sympathische Jury und vor allem das KlarTV-Publikum aus aller Welt warten auf euch. Weitere Infogiganten-Sendungen finden Sie unter eingeblendetem Link www.klar.tv/1254.